Neuer Tag, neuer Vlog. Wir sind back in the building, Freunde. Heute spielt Bayern zu Hause gegen die Kölner. Die ganze U-Bahn ist schon voll. Ich habe viele Zuschauer schon getroffen. War so ein bisschen betrunken. Aber das wird heute ein Fest. Geiles Wetter. Auf ein schönes Spiel. Bro, wie heißt du? Emilian. Emilian, was sagst du? Wie geht's aus heute? Ich führe 3-1, aber eigentlich habe ich ein gutes Gefühl. Gegen der Liga. Weißt du, was das Problem ist? Die Bayern werden heute wahrscheinlich quasi die Meisterschaft abgeben, ja? Ja, weil Leverkusen Fakt ist, genau. Ja. Aber egal, wir holen uns dafür nochmal 3 Punkte gegen Köln. Wobei, da geht es um Abstieg, ja. Leute, Köln darf nicht verlieren eigentlich, weil sonst kracht es in einem Abstiegskampf. Guck mal, wer da ist. Lewandowski. Robert. Roberto ist da. Unser Cousin. Roberto, wie geht das Spiel heute aus? Also, an die ganzen Kölner Fans. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht absteigt, deswegen gönne ich euch den Sieg. Aber die 3 Punkte sind wichtig, weil sonst überholt uns Stuttgart und wir brauchen eine gute Vorbereitung für den Arsenal. Ja, Mann. Ey, das stimmt wirklich. Wenn Stuttgart Bayern überholt, da geht es auch um Gelder quasi. Das ist ein Unterschied, ob du Zweiter oder Dritter bist. Und Arsenal steht vor der Tür. Ey, der Bruce, der ist cool. Du sagst, wie viel geht's aus? 6-0. Ja. Ganz entspannt. Der sagt gerade so, ich frage ihn, wie geht's aus off-cam? Er so, 6-0. 6-0, ja. Ey, so einfach wird's nicht heute, glaube ich. Glaub schon. Aber zu Hause eine Macht. Gnabry ist verletzt. Libero Sané wird nicht spielen. Ja. Ein bisschen was. Kane reicht schon allein für die. Ja, mal gucken. Jetzt stellen wir uns erstmal an für eine originale Thüringer Bratwurst. Das sieht doch lecker aus. Da hole ich meine. Und Freunde, danke für den Support vom letzten Video. Lasst gerne heute auch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und gerne kostenlos Kanal abonnieren. Weil mindestens 50% des Video gucken, haben den Kanal nicht abonniert. Das ist lost. Und letztes Video, Arsenal-Vlog, richtig gut angekommen, wo ich 3 Tage zu spät hochgeladen habe. Und heute darf ich auch wieder Spielszenen filmen, alles ganz normal. Freunde, guck mal. Leckere Bratwurst Allianz Arena. Jetzt gibt es den Geschmackstest. Ich muss jetzt Rating 1 bis 10. Oh. Hi. Ja, Mann, das war bei mir auch komplett heiß. Ich war ja in London. 1000 Mal besser als London. 1000 Mal. Ja? Aber Rating 1 bis 10? Stabile 7 von 10. Okay, das kann man sich schon geben. Allianz Arena schon in Sichtweite. Schade ist am Start. Und Freunde, morgen spielt Leverkusen. Und wenn sie das Ding gewinnen, dann sind sie Meister. Und ich sag ehrlich, sie haben sich auch diese Saison verdient. Keiner kann was anderes sagen. Die sind gegen West Ham so gut wie weiter. Das heißt, Europa League Halbfinale steht vor der Tür. Liverpool hat gechoked. Die können echt Europa League gewinnen. Die werden DFB-Pokal wahrscheinlich gewinnen. Und ja, die Meisterschaft holen sie sich auch. Absolut dickes GG. Und das sage ich auch als Bayern-Fan. Ganz klare Nummer. Digga, bei dem Wetter, ich würde absolut ein Bier vertragen. Bro, ohne Spaß, wenn Sonne ist, gell? Bier trinken. Ich wäre tot, ein zu triple im Stadion. 10 von 10. Ich wäre so tot. Schau mal, Köln-Supporter. Was ist das für ein geiles Trikot? Karneval? Ja. Schafft es Köln heute? Was haben die eigentlich noch für Abschlussspiele, weißt du das? Heidenheim. Oh, das schafft ihr vielleicht? Wobei, die haben Bayern rasiert? Darmstadt-Mainz. Ja, ich hoffe, ihr schafft auf jeden Fall Klassenhalt, okay? Dafür eine Faust. Ihr packt das. Übrigens, wegen dem Mann, wegen Rosie, habe ich damals mit YouTube wieder angefangen. Aber ohne Spaß, ohne dich hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Ich habe nämlich damals COD-Videos gemacht, dann habe ich mein Abitur gemacht, studiert und sowas. Den ganzen Scheiß halt, Digga. Genau, in Griechenland haben wir damals Vlogs gemacht, da hat Ton ein bisschen wieder Spaß bekommen. Genau. Bekommen. Das war vor knapp 5 Jahren, Freunde, ging es wieder los. Und dafür bin ich auch immer dankbar, Bro. Sag ich dir ehrlich. Ehre. Freunde, das habe ich auf YouTube noch nicht gemacht. Tattoo League. Hier haben wir einmal den Löwen. Warte mal, das sind so. Ja, der Löwe, Digga. Schau mal, das werden viele Dragon Ball Fans feiern. Hier haben wir Shenlong mit Son Goku. Dann haben wir hier Super Saiyajin 2 Son Gohan gegen Cell. Hier haben wir an die Yu-Gi-Oh! Fans Yugi. Aber es ist noch nicht fertig, es wird noch alles voll gemacht. Und hinten haben wir so ein paar so Fußballsachen, Podcast, alles mögliche mit Kroatien. Das sind die Tattoos. In einer Stunde geht das Spiel los und ich hole jetzt erst mein Ticket ab beim Bratwurststand. Ich musste mir jetzt über eBay Kleinanzeigen holen. Weil mein anderes abgesagt wurde. So Glück gehabt und ich werde so einen Sonnenbrand kassieren, Digga. Wir haben unser Ticket, 90 Euro. Ich sag euch, jeden Cent wert. Ich habe so gekämpft um das Ticket. Obwohl es einfach theoretisch um nicht mehr viel geht. Bei Köln geht es um alles. Bei Bayern geht es um 3. Platz. Und theoretisch halt Meisterschaft heute. Vielleicht schon safe entschieden halt. Aber trotzdem, man hat nirgendwo Tickets bekommen. Das war heute echt geisteskrank. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Kommen wir rein. Oder hat er das vielleicht davor schon benutzt, das Ticket? Wer weiß, noch nie so ein Ticket geholt, warte. Ja, wir sind drin, let's go. Oh, ich freue mich echt, das war heute ein Stress. Geil. Wisst ihr, was mich absolut ärgern würde? Ich habe gehört, dass Stanisic bei Leverkusen bleiben soll. Xabi Alonso wird ihn behalten. Wir müssen 20 Millionen Euro zahlen. Und dann kommt er nicht zurück zu den Bayern anscheinend. Eine Frage an euch, ohne Spaß. Wenn ihr Bayern wärt, okay? Würdet ihr Stanisic behalten? Ist doch einer der geilsten Backups als Rechtsverteidiger. Oder vielleicht sogar Stamm. Und er kann auch in der Innenverteidigung spielen. 3er-Abwehrkette mit Xabi Alonso System da. Du kannst kein Stani verkaufen, auch nicht für 20 Millionen. Ich wäre so traurig. Das finde ich gut. Ey, werdet ihr traurig, wenn Stanisic geht nächste Saison, also wenn er nicht zurückkommt? Nee, wenn ich
wirklich. Echt? Ich dachte, so ein 31 gewonnen. Sag du, komm. Ja, doch, schau mal. Ja. Was ist die Prediction für heute? 3-0. 3-0? Ich sag 2-0. Okay, ich sag übrigens, Freunde, 4-0. Nicht abkommen, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass die heute mal wieder Tore schießen. Ich habe schon absolut Sonnenbrand bekommen. Ja. Freunde, Alex ist auch am Start. Zuschauer, was sagst du, wie viel geht's aus, Bro? Ja, also Kane macht 3 Tore. 3 Tore? Ja, ja. Logisch. Und dann stabiles 4. Glaubst du, wir schaffen es gegen die Bayern? Gegen Arsenal, sorry. Gegen Arsenal auf jeden Fall. Ja? Okay, drück mir die Daumen. Ich glaube auch. Auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Dann wäre Halbfinale, das wäre krass, gell? Ja, Halbfinale dann. City oder Real? Wen würdest du dir wünschen? Oh, Real. Real? Ja, dann würde ich auch auswärts fahren, weißt du? Auswärts in Madrid? Ja. Oh, das wäre ein Traum für mich, Freunde. Bayern, Real noch nie gesehen im Stadion. Geile Plätze haben wir am Start. Wir sitzen hier irgendwo unten, glaube ich. Drüben ist die Süd. Das wird ein richtiges Fest heute. Südkurve München 1972. Das wird geil. Digga, ich bin so hyped aufs Spiel. Schaut mal, wie cool. Der Herr, der Bayern-Fan, hat hier unterschriebenes Trikot. Weißt du zufällig, wer da unterschrieben hat? Ja, also es war der Müller auf jeden Fall. Der Gerd? Der Gerd auch, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Boah, geil. Ach, da hast du auch noch welche? Ja, und der Robert. Ja, Wahnsinn. Der Robben und Ribéry. Nein. Und der Thomas Müller. Geil. Voll cool. Also Gerd Müller nimmer als Spieler. Natürlich. Ja, genau. Ja, ja. Aber voll cool, dankeschön. Kölner machen sich auch schon warm. Bei denen geht es wirklich um den Klassenerhalt. Die haben letzte Woche gegen Bochum noch Comeback gemacht, 2-1. Ich würde es ihnen echt wünschen, dass sie halt nicht absteigen. Freunde, Aufstellung am Start. Bayern spielt mit Ulreich, Neuer ist verletzt. Wir haben Kimmich, De Ligt, Dier. Beste Abwehrzange, die zwei, finde ich, von Bayern. Masrui als Linksverteidiger, Pavlovic, Guerrero. Das heißt, er wird schon ein bisschen schon, der Tuchel. Zum Beispiel Goretzka spielt nicht, Neuer war ein bisschen angeschlagen. Coman spielt für Gnabry und Sané. Da ist Tell am Start. Harry Kane, Thomas Müller sieht geil aus. Und die Kölner sind auch gut aufgestellt. Let's go, Mann. Oben haben wir die Kölner, auch gute Aussicht auf die. Ich glaube, die werden heute Lärm machen. Ich habe die schon vor dem Stadion gesehen. Da geht's ab. So eine kleine View vom ganzen Stadion. Mega! Köln begrüßt die Mannschaft, macht schon mal gut Lärm. Schau mal, wie viele das schon sind. Normalerweise ist das oben Gästeblock, die haben aber hier noch den Mittelblock, die haben alles hier. Und auch die Balljungs, Freunde, die spielen alle in der Jugend auch vorbei am Fußball meistens. Da hat mir einer von denen geschrieben auch, dass er da sein will. Und es ist ziemlich laut wegen Kölnern. Bitte wo! 4, 4, 4, die fünfte Mal! Schon wieder Gänsehaut. Heute warm spielen für Mittwoch. Dort hinten sehen wir auch die Südkurve. Alle haben sie ihre Schals draußen, werden hoffentlich heute leer machen. Die Bros. You can call us the champions of the world. FC Bayern, forever number one. Mein Respekt an die Kölner, Mann. Was die da mit. Jetzt geht's los! Vamos! Heute ist Mattis Tell sein Tag. Mattis, ein Treffer. Jetzt gekollt. Jetzt geht's in der Südkurve los. Alter Schwede. Direkt erste gelbe Karte. Sehr gut, komm schon! Harry Kane gerade hier entlang gelaufen und der Kölner zieht ihn weg. Komm schon. Kriegst du die Komma, erste gute Aktion jetzt. Kimmich. Gute Flanke. Hey! Oh, das war ein bisschen Hand. Oh Mann. Martis großer Fehler. Die Kölner sind wirklich hungrig. Man merkt, die haben wirklich nicht so zu viel Respekt vor Bayern. Schau mal! Die machen es ja gut! Oh mein Gott! Die Kölner, die scheißen sich gar nicht in die Hose. Wahnsinn! Boah, das war so knapp! Und die Kölner sind einfach so laut, schaut mal! Komm, 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 Mattis! Oh, Mattis! Nein! Ich dachte, Mattis macht's. Wir bleiben drin, es geht weiter. Schön, King. Komm! Oh, ja, ja. Oh, Thomas. Gute Aktion, komm. Ach, Referee! King macht das stark. Ja, er rutscht aus. Oh. Sehr gut, Thomas. Bring sie. Oh, Thomas! Steht auf, wenn ihr Bayern seid, steht auf. Komm schon, Mann. Heute wichtiges Spiel vor Arsenal. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Geiler Ball von Mattis De Ligt.
auf King. Ja! Oh, Kingsley! So gut gemacht. Die singen jetzt, steht auf, wenn ihr Kölner seid. Da stehen auch ganz schön viele. Sag ich an. Alles über die rechte Seite. Thomas Ami! Ach, oh, schade, Herr Müller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, die hat eine passende Tor geschossen. Kopfballtor. Heilige Mutter Mariah Carey. Das war die beste Chance im Spiel. Jetzt kommt der Kölner wieder. Ui, jetzt geht's Eckball. Da sieht man die Wiederholung. Ulreich hat den Kopfball schon. Oh, ja, ja. Nicht gut platziert. Jawohl, so wollen wir das sehen. No, 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 no. Und jetzt King. Guter Übergang, komm. Das ist es. No, 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 no. Future Star. Ja, da geht was. Mattis, 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 Mattis. Ja, ja. Oh mein Gott, die wollen da zaubern. Oh, was hat Helle gerade gemacht? Komm. Hey! Hey! Oh, Herr Schiedsrichter. Die haben ihn in die Schere genommen. Videobeweis, bitte. Schade, kein Elfmeter. Hab's ja nicht genau gesehen, aber passiert. Den kriegt er. Kimmich mit links. Oh, schade. Eckball, komm. Bayern gerade 100%ige vergeben. Aber ich habe nicht gefilmt gerade. Mamma mia. Starker Ball, starker Ball. Oh, okay, die Bayern sind dran, das 1-0 zu schießen. Die machen richtig Druck gerade. Oh, wir sehen einen Tordienst. 2-0 Dortmund. Sabitzer Doppelpack. Ex-Bayern-Spieler. Zweite Ecke des Tages für die Bayern. Oh ja, oh ja. Nein, nee, was machen? Noch. Bro, Kimmich, Kimmich, oh Mann, Kimmich! Pavlovic gerade ausgerutscht wegen Spielfeldbewässerung. Wow, fast ist Tor kassiert. Weil Pavlovic hier ausrutscht, weil die viel zu viel bewässern. Der hat gerade eben fast getroffen. Innenposten. Oh mein Gott. Thomas war's. Ah nee, Harry Kane. Alter, es muss 1-0 stehen. Jetzt Konter, komm. Auf geht's, Guerrero. Oh, der wird gehalten. Referee! Jawohl! Gelbe Karte. Gutes Auge. Geil gesehen von Müller. Komm, King. Oh, und der steht doch keiner. Egal, Tell, zweiter Anlauf. Ja! Mann, die rutschen alle aus! Come on, Harry, come on, Harry! Komm, King-Tänzchen. Ah, wir finden keine Lösung gerade. Komm. Ja. Okay, Rafa. Schöner Ball. Auf, guck mal. Oh, die drücken. Jawohl, schöner Ball. Kein Abseits, oder Ref? Ja. Oh, ey, no joke, 300%ige, 3. Aber Torwart von Köln, mega gut. Kimmich auf Maul. Ja! Nein! Mann, ich bin's Mattis so sehr. Pfosten, Mattis. Wiederholung, schau. Hinter dem Pfosten. Oh. Tuchel seine expected goals. Super, 4. Männer, was sagt ihr zur Halbzeit 0-0? Ich bin der Mann, der das... Du bist der Wiederhälter, gell? Hey, Expected Goals von Tuchel, wie viel haben wir? Ich sag 2,6. Ja, mindestens. Also Kane muss schon eins machen. Guerrero, ja. Guerrero. Ja, und dann auch Tell. Tell auch. Ja, aber wir machen das schon. Was sagt ihr gegen Arsenal? Optimistisch? Zu Hause? Ja, ich sag, wir haben daheim gut gespielt. Ja, müssen wir. Diszipliniert. Ja. Ich bin guter Dinge. Wir machen das schon. Noch eine wichtige Sache, Freunde. Direkt nach dem Stadionvlog fahre ich nach Regensburg zu den Busch-Stich-Jungs. Und ich werde dort ein Boxbreak machen um 20 Uhr. Das heißt, direkt auf die Autobahn nach Regensburg. Dann öffnen wir zwei Chrome-Set vom PSG. Da gibt es Messi-Autogramm on-card. Und ich blende es euch mal ein Bild von Mattis Tell on-card. Wir öffnen auch eine Bayern-Chrome-Box. Alles heute
Es sind knapp 15.000 Euro, die wir später öffnen werden. 20 Uhr bis 23 Uhr werden wir streamen. Schalt da unbedingt ein. Auf Vogt sind wir live, als auch auf Twitch. Und wir haben eine geile Partnerschaft mit Vogt. Und da könnt ihr euch dann quasi einkaufen. Das ist richtig cool, falls ihr euch zum Beispiel auch ein Packing gönnen wollt. Oder eine Karte, besser gesagt. Mattis Zelle oder Co. Ist einfach geil. Ich sammle das selber. Ihr wisst es echt. Ich liebe das Hobby. Deswegen einfach den Link in der Videobeschreibung abchecken. Bei Vogt schon mal anmelden. Und dann sehen wir uns später am Stream. Auf Twitchy und bei mir und bei den Push-Jungs und bei Vogt. Ja. Zweite Halbzeit geht gleich weiter. Round 2. Noch eine Bratwurst, ein Stück Wasser. Musiala wurde eingewechselt für Coman, der hat sich leider verletzt. Sehr, sehr bitter. Wird jetzt auch gegen Arsenal wahrscheinlich fehlen. Und wieder lange ausfallen. Er ist so oft verletzt. So gebrochen. Und die Bayern machen weiter Druck. Jamal kommt, frischer Wind. Ich bin normalerweise kein Würstchen-Fan, aber hier im Stadion des Essens ist wirklich eine 8 von 10. Das ist so krass, wie gut die schmecken. Der Capo stimmt die Südkurve an. Sehr, sehr geil. Hört einmal hin. Einfach mal genießen. Eckball 5 zu 1. Gut, auf Guerrero, gut. Komm Guerrero. Aktivieren, Freistoß. Waldschmidt übrigens drin, der war auch bei der Baller League am Start. Sehr gut. Jetzt fallen noch ein paar Tore, sage ich euch. Jetzt fallen noch Tore. Ich hab's im Blut, Mann. Jetzt noch zwei Tore safe. Let's go, let's go, let's go. Pavlovic. FC München. Schlägt Waldschmidt. Ecke für die Kölner. Oh mein Gott. Oh, da wird Hans. Da wird Hans reklamiert. Und jetzt Alfonso Davies Torpedo. Komm, du bist 20 Minuten verdient. Verdient sind die Ball. Jetzt wird gewechselt. Alle klatschen für Guerrero. Pavlovic geht raus. Und jetzt kommt Leon Goretzka und Konrad Leimer. Leimer! Und auch ein Dankeschön an Alexander Pavlovic, unsere Nummer 45. Danke Alex, wir lieben jetzt im Spiel bei FC Bayern. Und unsere Nummer 8, Leon! Goretzka! Geiler Ball von Thomas Müller. Jamal geht. Komm Jamal! Nein! Was? Oh, der verlangsamt das Spiel komplett, Thomas! Das gibt's ja nicht. Ah ja, Thomas hat das Spiel so langsam gemacht, oder? Ey, ich besten Besen. Mach ich zähl. Ah, Eckball, Waldschmidt. Oh Gott. Oh, Ulreich. Ulreich ist da, komm. Noch 3 Minuten zu geben fürs Nachspiel. Upamecano, Riesenfehler. Oh mein Gott, Ulreich. Ey, schon wieder Upamecano. Nicht böse jetzt gegen ihn, okay? Aber er macht so viele Fehler. Ja, schaut sich an. So ein Schnitzer. Was der manchmal für Patzer macht, das kannst du keinem erzählen. Deswegen sage ich immer, Daya und Delikt, es muss gesetzt sein. Köln am Kämpfen.
5 Minuten Nachspielzeit. Mal schauen, ob sie jetzt eine Idee haben. Waldschmidt war von der Verletzung jetzt wieder zurück. Ganz, ganz lange gefehlt. Okay, gefährlich. Oh. Okay. Weg damit. Ja. Lauf, mein Löwe, mein Bär, Mattis. Milo, bist du zufrieden mit dem Spiel? Ja. War gut, gell? Ja. Mittwoch packen wir es auch. Wichtig, Judith.